Core Gamer Production. Hey you guys, und willkommen zu Vampire. Mein Name ist der Rockstar. Ich bin Soul. Und ja, wir haben beschlossen, heute mal ein paar Nebenmissionen zu machen. Ja, weil wir brauchen dringend Erfahrung. Genau. Ein paar Erfahrungspunkte sammeln und erstmal gucken, wie es uns weitergeht. Auch ganz lustig, ne? Also ich glaube, als wir das Projekt angefangen haben, hättest du nicht gedacht, dass die Nebenmissionen so relevant werden für uns. Nicht wegen dem, was erzählt wird, sondern wegen dem, was wir dafür bekommen, ne? Ja. Ist interessant, ne? Also ist auch recht interessant. Ich finde aber lustig, wir hatten ja quasi dasselbe bei Ni no Kuni 2. Bei Ni no Kuni 2 nervt es uns hier nicht, weil es hier irgendwie geil verpackt ist. Ne? Ja. Muss man dazu sagen. Es geht ja dann auch immer darum, wie es verpackt wird. Ne? Klar, und wie es natürlich erzählerisch reinpasst. Ne? Mhm. Jetzt von Charakter und von Story passt das auf jeden Fall, ja, dass sich Dr. Reed auch mit den einzelnen Leuten beschäftigt. Ja, nicht nur das. Es ist ja auch, die Charaktere hier haben wir wesentlich mehr Tiefe als zum Beispiel bei Ni no Kuni. Auch, ja. Ne? Gut, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen unfair wieder der und Vergleich. Und ich finde, entschuldige, dass ich ins Wort falle, aber ich finde auch, dass zum Beispiel... Das Spiel, es ist bockschwer, wenn du dich nicht mit dem Spiel beschäftigst. Ja. Haben wir auch direkt schnell gemerkt. Was ist das? Achso, ein Skull. Mach mal Dings an. Vampirsicht. 23, den kriegen wir doch locker. Ne, der ist jetzt gelb. Vergiss nicht den Skalpell. Ja, ich will mal gucken, was die. Nicht so viel. Ja, aber gut. Leben ist gut gewachsen, finde ja. ich. Ach du Scheiße, gleich wieder zwei. Ja, und das, meiner Meinung nach, das Nachladen dauert zu lange. Ja, da müssten wir auch noch was machen. Und natürlich, das ist unser Notdinger. Ja, das ist der Notgroschen, wenn du wirklich mal so auf den letzten Metern noch Schaden machen willst. Vergiss nicht die Ulti. Die kostet. Ja, aber die will ich. Ja, nee, die kostet nichts. Klar, sie hat Cooldown, aber kann sagen, je öfter wir sie benutzen, desto eher sie weg und desto eher kriegen wir sie auch direkt wieder. Weil viele Situationen können wir auch dadurch schön entschärfen. Annulliert, scheiße. Weil wir angegriffen wurden. Ja. Ja, das meine ich nämlich, weil die drei ficken uns jetzt ziemlich hart mit dem Ulti. Hättest du einen jetzt schon mal direkt so weit aus dem Spiel nehmen können, hättest dann nur direkt noch mit dem Skalpell draufkloppen können und hättest direkt wieder genug Leben da, genug Glück gehabt. Ne? Deswegen, dieses den Ulti aufmachen für irgendwie bessere Zeiten oder so, das ist das funktioniert nicht. Das bringt uns auf lange Zeit ins Grab. Ja. Und leider in ein Grab ohne Wiederkehr. Ach, guck mal, wie viel Ausdauer. Blut wir jetzt bekommen. Ja, ich weiß, also... Definitiv, das Beißen hat sich erledigt. Das Beißen können wir auf jeden Fall noch, sollten wir auf jeden Fall noch leveln, weil wir ja gern auch nochmal von hinten angreifen und den schocken. Ne? Da können wir uns zumindest für den Anfang so ein bisschen. Wir müssen aber mal gucken, ob wir da irgendwie vielleicht mehr Lebensenergie zurückkriegen oder so, dass wir da am Anfang schön eine Heilung mit reinhauen. Ne? Ja. Oder halt für solche Fälle wie jetzt ist das ja auch praktisch wegen Blut sammeln. Ne? Mit dem, wenn du jetzt zum Beispiel einen Gegner schocken würdest von hinten. Ja, klar. Ne? Und natürlich, wir sind auch auf Skulljagd, weil wir natürlich die wässrigen Blutproben bekommen. Ja, nicht die anderen. Ja, aber auch die reichhaltige brauchen. Ja, klar, wir brauchen im Prinzip alles. Was ist das denn? Weiß ich nicht, müssen wir da hin? Das glaube ich, Nimkris. Es könnte auch eventuell... Geh mal rein, würde mich interessieren. Es könnte auch sein, dass wir hier ein Versteck finden, weil die letzte Blutspur hat uns zum Versteck gebracht. Jetzt kommt's, jetzt sind wir versehentlich wieder bei den Idioten drin. Nee, deswegen, ich bin auch etwas gespannt, wohin das Ganze jetzt noch führt. Ja, ich auch auf jeden Fall. Lass so. Ja, ich auch auf jeden Fall. Waren wir hier schon mal drin? Gute Frage, nächste Frage. Finden wir es heraus ich glaub, auf die harte Tour? Ich glaube, wir waren hier schon drin wegen der Nebenquest. Da ist definitiv ein Gegner. Ach, warte, wir haben das hier mal verkackt. Ich erinnere mich. Schauke! Saug ihn aus! Peanuts, Junge! Ich glaube, wir mussten nur einen retten. Nee, haben wir zumindest. Doch. Haben wir doch. Also bisher haben wir eigentlich jeden gerettet, den wir retten mussten. Ach guck, siehst du Unterschlupf. Hab ich doch gesagt, oder nicht? Ja, ist kein Unterschlupf. Okay, ist doch kein Unterschlupf. Ich dachte jetzt, ich habe nur das Bett gesehen und dachte, okay. Nee. Aber hier im Waschbecken ist was drin. Nein. Okay. Okay, dann hat das geglänzt. Irgendwas hat da in der Ecke auf jeden Fall geglänzt. Aber hier waren wir schon, das weiß ich. Da war noch was hinten. Geh nochmal zurück. Irgendwas habe ich gerade gesehen. Irgendwo, da siehst du. Boah, wie gemein, Junge.
Oh, da haben wir noch was. Mach mal die Vampirsicht an. Irgendwas frisst hier. Irgendwo. Das sind Ratten. Nee, da. Von geradeaus, da. Nee, oder doch nicht. Und nichts gesagt. Das ist keine Ratte. Hier rein? Garantiert. Ach, weiter oben bestimmt. Ja. Also ich weiß noch, die Bürger, die wir retten sollten, die haben wir bisher auch alle gerettet. Aber hier waren wir schon. Das sind jetzt nur Gegner, die neu gespawnt sind wieder. Macht auch nichts. Ein Clown-Angriff, weg ist er. Nimm das. Da könnte man sich glatt dran gewöhnen, ne? Ja. Untersuch mal die Leiche. Hallo? Aha. Petitionsbrief. Select. Zu spät. Egal. Petitionsbrief. Nee. Ist bestimmt bei den anderen mit bei. Ist ach, ja scheißegal. Ja. Vielleicht gehen wir am Ende nochmal da durch oder machen irgendwie eine extra Folge, gehen die Briefe alle durch und dann könnt ihr mal pausieren und dann ist gut. Dann könnt ihr das alles gerne lesen. Wir werden uns das mal auch in Ruhe irgendwann noch zu Gemüte führen. Also und merken, scheiße, haben wir viele von der Story verpasst. Ja, aber für so ein Let's Play ist das halt immer schwierig, wenn du dann so 1000 Briefe und so hast. Weil wir wollen ja auch das, was in der Folge passiert und wollen nicht die ganze Zeit lesen. Ja, okay. Hat uns zumindest ein bisschen Erfahrung gebracht. Aber das, ohne Scheiß, wie kann man das Spiel bitte denn so gemein gestalten, dass du durchs Kämpfen so gut wie keine Erfahrung kriegst und nur durchs Questen. Das ist doch ein bisschen gemein, ne? Auf jeden Fall. Wenn ich überlege, überleg mal, das hätten die bei Witcher gemacht. Wie gemein wäre das denn gewesen? Da wäre fast jeder gezwungen, einen 100% Run zu machen. Hätten sie mal besser, ne? Aber es ist interessant, ne? Ich habe ja letztens wieder auf dem Geburtstag von meinem Schwager, habe ich ja auch eine Freundin der Familie getroffen, auch weitaus jünger, ich glaube so dein Alter, vielleicht ein bisschen jünger sogar. Die hat ja auch Witcher 3 gespielt, ne? Und scheiße, ey. Also ist lustig, ne? Habe ich auch ganz viel über Witcher 3 unterhalten und sie meint auch, halt die Storys, die sind halt so stark geschrieben, ne? Und dass jetzt halt viele andere Spiele deshalb auch immer von vielen Spielern auch so oder von vielen Spielern relativ negativ aufgefasst werden, weil sie diese starken Storys gewöhnt sind. Ne? Das ist ja so im Fallout, überleg mal, die Nebenquests, die sind ja, ich sag mal, du hast jetzt ja, glaube ich, ein paar gemacht, ne? Ja. Ja, und ich sag mal, so stark wie Witcher sind ja natürlich nicht geschrieben. Natürlich nicht. Ne? Fallout ist aber auch mehr ein Spiel, was ich nicht wegen der Story zocke, sondern einfach erkunden, meine Siedlung aufbauen. Erkunden einfach. Und einfach mal dieses Gefühl so, boah, nach der Apokalypse. Ja. Einfach mal das, einfach mal sein. Ja, ich muss mal gucken, wenn ich irgendwann mal Fallout 4 zocke, dann muss ich mal gucken, was ich da so an Quests, also an Mods noch drauf haue, weil ich werde natürlich auch Fallout 4 wieder modden, genauso wie ich Fallout 3 gemoddet habe. Dadurch habe ich zum Beispiel bei Fallout 3 auch einiges an geiler Atmosphäre dazu gekriegt. Ne? Auch so ein paar Möglichkeiten, leicht Geld zu verdienen. Zum Beispiel gibt es jetzt durch eine Mod bei mir im Fallout 3 Vorkriegsbücher. Die kannst du sammeln, die bringst du dann zur Bibliothek und dann kriegst du einen kleinen Obolus dafür. Nicht viel, du kriegst jetzt keine 1000 pro Dings. Du kriegst vielleicht, weiß ich nicht, 50, 100 Kronkorken pro Buch. Ja? Okay. Und so viele habe ich jetzt auch noch nicht gefunden, als dass ich das, als dass ich jetzt dadurch hätte reich werden können oder so. Ne? Also, ist noch im Rahmen. Hast du Erfahrungen, also, oder irgendwas über den Vault 111 gehört? Über Vault 111? Bei Vault 76 soll der erste Vault gewesen sein. Ja, nee, das war der erste, der aufgemacht wurde. Oder so. Laut Lore. Das ist ja auch lustig, weil theoretisch, in Fallout 4 triffst du Charaktere, die du in Fallout 3 kennengelernt hast. Das heißt, Fallout 3, spielt quasi von der Story her, davor, ja, und Fallout 4 spielt klar, natürlich danach, aber auch nur zeitweise, weil das Spiel beginnt ja quasi mit der Apokalypse
Ne? Das heißt, das Spiel, das ist auf jeden Fall vor 3 anfängt, aber irgendwie nach 3 weitermacht. Auch sehr tricky. Ach, der Dicke. Dingens? Schutz. Und wenn wir den Schutz haben, dann kannst du auch ruhig aggressiv rangehen. Weil der bleibt ja nicht allzu lange, ne? Halt, bis er weg klar. ist. Vergiss nicht, unsere Ausdauer ist leer. Nee, unser Blut ist auch leer, deswegen. Also siehst du, Level 24 Gegner sind jetzt kein Problem mehr. Ja, wo uns vorher schwer getan haben. Ja, ich hoffe jetzt nur, dass die beiden, die wir von der Story erledigen müssen, dass die nicht mitleveln. Na, glaube ich nicht. Weil wir haben ja schon, also ich weiß, dass ein paar Gegner mitleveln. Ein paar haben mitgelevelt, aber auch die Endgegner meistens nicht. Okay, dann hoffen wir mal auf das Beste. Dann gehen wir mal gucken, was wir noch so machen können. Vielleicht kriegen wir ja noch so viel zusammen, dass wir die Klaue einmal leveln können. Das wäre ja schon recht nice. Ja. Und ich denke, dann sind wir auch gut gerüstet für den Kampf gegen das zankende Ehepaar. Glaube ich auch. Und dann fängt das Spiel an, Spaß zu machen für so einen kleinen Moment. Und dann fickt es uns wieder hart. Ja, sagt er, nein, ihr seid wieder zu High Level. Ja. Deswegen. Dann passen wir das Ganze hier mal wieder so ein bisschen an. Komm hier. Es darf ja auch nicht zu leicht werden, Jungs. Gucken wir auf Karte. Und Mädels da draußen. Ich hoffe, es gucken Mädels zu. Ich brauche eine Freundin. Spaß. Schwierig. Schwierig. Melde dich. Ich habe schon Angst vor Freundinnen, weil es gibt so ein GIF, wo der Reaper aus Subnautica als Frau dargestellt wird. Und ohne Scheiß, ich kaufe dem da... Ich kann verstehen, warum das gemacht wird. Ja? Und... ohne Scheiß, ne? Das ist irgendwie so schwierig. Es sorgt dafür, dass man irgendwie so denkt, brauche ich wirklich eine? Jetzt ohne Scheiß. Steh auf lange Sonnenuntergänge, Meeresmonster schlachten, natürlich nur digital. Was? Ach, wir sind schon sonderbar. Ja, ich will gar nicht jetzt wissen, was dann los ist mit uns, wenn wir uns Monster Hunter World holen. Junge! Der ist ja völlig vorbei. Die Gegner kommen auch immer wieder. Ja, yes, hier sind halt Leichen. Was willst du machen? Hä? Ja, du konntest nicht machen, weil die Ratten in dich waren. Die Drecksratten. Oh, Scheiße, da fangen die direkt wieder. Diese Wichsratten fressen meine Wichskolle, bevor sie auf Kuba ist. Roberto, das ist ein dummes, verficktes Problem, das wir haben. Aber es ist ein Problem. Ja, natürlich, Boss. Beste Typ, Alter. Sobald ich mein Geld von einer Seite der Stadt in die andere bringe, bin ich in der Nachrichten. In der scheiß Nachrichten. Okay. Hey, du, muss ich mir Sorgen machen? Nein, musst Boss. Du nicht. Nein, musst du nicht. Halt deine verfickte Fresse. Ich weiß noch, wie ich mit einem Kollegen im Film im Kino bin. Warum fragt er sowas? Also, meinst du, wenn du ein Mafiosi bei uns bist, dann darfst du sowas. Achso. Zieh dich mal ein bisschen zurück, damit du aufhören wirst. Das finde ich auch kacke, dass das sozusagen so ein M-Bot hat. Dein Ulti. Machst du Ulti? Das war eng. Das war gekonnt. Das war, siehst du? Hast voll drauf. Ich bin's halt. Okay. Okay, in die Richtung geht's. 102 Meter. Ich denke aber, die Quest, da werden wir noch ein bisschen länger dran hängen. Weil es waren jetzt ja nicht gerade wenig Köpfe auf der Dings, ne? Nö. Ist das etwa oben bei der Kapelle? Ne, das ist eine andere Quest. Das mit dem Plakat über bei den Docks. Haben wir die alte schon? Ach, yep. Popper, ja. Pfarrer, was läuft? Der Pate. Boah, das Lustige ist, ich hab's nicht gemerkt, bis zu dem Moment, wo du mir diese Scherze, wo du mir unser Outtake geschickt hast. Bis dahin habe ich das nicht gemerkt. Der Pate. Ja, nein, der Pater. Ja, der Pate, sage ich ja. Ganz komisch. Oh, 3 Stück direkt, Junge. Da meint's aber jemand gut mit uns. Ja, also, ein bisschen sammeln tut dem auch kein Einbruch. Ah, 2 Stück. Geht das nach? Ja,
sag ich, das ist schwierig. Ich brauche nicht anvisiert, aber siehst du? Oh, scheiße. Da war ja was. Da war ja was, ich vergesse das auch immer wieder. Das ist wie im echten Leben, durch Schmerz lernen wir am besten. Ja. Ah, da oben oder was? Hi. Hast du das gesehen? Ja, du bist unverwundbar. Nee, aber ich habe ihn noch mit der Klaue eingegeben und dann nochmal Blut gesaugt. Im Anschluss. So? Komm, runter! Er ist auf dem Weg. Oh, eine große Bestie ist auch hier. Ich verarsche ihn jetzt. Haha, verarscht. Ganz nochmal hoch. Ich weiß. Also. Tap, 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 tap. Shit. Klaue ist einsatzbereit. Klaue ist einsatzbereit. Ich will es bereuen, aber jetzt, jetzt mit Geld drauf. Mit Geld drauf. Okay, doch nicht. Braucht man nicht mehr. Ja, okay. Wir sind unverwundbar. Jetzt doch. Was ist das? Abgenutztes Bein. Okay. Finde das Paket von Barrett Lewis. Muss ja hier irgendwo sein, ne? Auf Karte. Ja. Ja. Also irgendwo in dem Kreis. Da? Nein. Okay. Dann schau dich mal hier oben erst um. Nein, aber die Griffe sind gut. Drei Stück haben wir wieder bekommen. Vielleicht eine Etage höher. Weil es muss ja einen Grund geben, warum du noch mal da hoch kannst. Ja. This could be the box. Da, kleine Kiste. Junge. There's a letter inside. Ich glaube, den Brief müssen wir lesen. Ich glaube, im Inventar musst du den aufmachen. Weil ich habe jetzt nicht gesehen, dass ihm ein Brief dazugekommen ist. Noch ein weiter, noch ein weiter. Noch ein weiter? Kleine Kiste. Ah, siehst du. Interaktives Let's Play, man kennt ihn. Von Jane Patterson. A love letter from Joe Peterson's wife, addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Barrett Lewis oder Joe Peterson? Dafür müssen wir kurz den Brief, denke ich mal, überfliegen. Ja. Damit wir entscheiden können. Das tun wir uns mal eben einmal an. Doch. Der ist auch nicht lange, der Brief. Ganz links. Ganz links, ganz links, ganz links. So. Nee, ein weiter, ganz hier da. Möchtest du oder soll ich? Mach ich ruhig. Barrett, es gibt keine leichte Art, das zu sagen, darum sage ich es einfach frei heraus. Wir können so nicht weitermachen. Zumindest ich kann es nicht. Wenn Joe jemals herausfindet, dass wir, seine Frau und sein bester Freund, es würde ihn zerstören. Und dann würde er dich töten. Wir hatten schöne Zeiten zusammen, doch wir müssen es einsehen. Ich werde niemals deine Jane Lewis werden. Du weißt es und ich weiß es auch. Also beende ich es hier und jetzt. Wenn du meine Entscheidung respektierst, werden wir, Joe, du, ich, sicherlich auch irgendwann wieder glücklich sein. Und der wichtigste Teil unserer Geschichte wird immer ein Geheimnis bleiben. Bis zu diesem Tag hoffe ich, dass du mir vergeben kannst. Lebe nun wohl, Jane Patterson. Ja, und was sagst du? Mach mal die Karte auf. Ich muss nämlich mal eben Bilder zu den jeweiligen Leuten haben. So, da haben wir es doch. Das ist Joe Patterson. Ach, guck mal. Barrett Lewis, den kennen wir noch nicht. Ist das... Nee, die Frau kann das nicht sein, oder? Nee, das ist ein Typ. Okay. Ja, ist schwierig. Also, er ist ein Händler. Deswegen ist er natürlich ein bisschen vom Wert für uns, ne? Aber ich glaube, von ihm haben wir eine Quest. Das ist ja die Quest. Die wir gerade machen. Ah. Ja, wir geben ihm die. Also ich würde es eigentlich dem Typen geben. Also Barrett. Barrett, ja. Ja, einfach weil wir den halt auch als Händler haben und ich hoffe, dass der uns dann auch erhalten bleibt als Händler, ne? Gibt Barrett Lewis. Ja, der muss ja hier um die Ecke sein, also quasi. Ist um der Ecke, pass aber auf, die Bestie müsste irgendwo noch rumturnen. Wir sind wunderbar! Ja, ist klar. Ich trage auch ganz klar das Horde-T-Shirt, weil ich voll pro Horde bin. Generell habt ihr ja schon gemerkt, wir sind pro alles, ne? Also. Nee, ich glaube, du musst da andere Seite, oder?
Oder irre ich mich? So, hier so. Nope. Kommen wir hier durch? Nein. Doch. Oh, wir haben ein bisschen... Er ist gerade unschlüssig. Was soll ich machen? Hinter dir! Er war unschlüssig. Er wüsste nicht, was er da machen soll. Teleporter-Affen, ne? Die sind echt schwierig. Ui, der war ganz schwierig. Oh. Hier umgefallen ist. Opium fürs Volk. Opium bringt Opium. Guckst du mal bitte, wo du hinlaufen musst, oder? Weil ich glaube, du bist an den Weg gegangen, der so nicht ganz. Ich das Spiel kaputt gemacht. Ja, so in etwa. Ne, das sind wir da oben. War nochmal Select. Ich hab komplette Verwirrung im Kopf. Du willst nur alle Leichen, sei ehrlich. Ja. Blut. Ist eine Fallout-Krankheit, tut ja mir leid. Nee, das ist nichts Fallout-spezifisches, das ist bei allen so. Es gibt sogar Streamer und Spieler, die behaupten erstmal, alles Loot auf der ganzen Welt gehört erstmal nur ihnen. Ja? 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 Du gehörst auch schon dazu, auch gut zu wissen. Früher habe ich das gehasst zu looten. Heute kann ich nicht mehr ohne. Ja, heute. Das ist halt Opium. Heute versteckst du selber Sachen vor dir, einfach damit du was zu looten hast. Ja. Okay, jetzt wird's allmählich komisch. Auch wenn's stimmt. Hier kann man spät jetzt. Guck mal, ein Rattenburger. Lecker Rattenburger. Erinnert mich an Demolition. Das ist ein Rattenburger. Ist der beste Burger, den ich seit Jahren gegessen habe. War der auch so eiskalt drin? Ah. Oh, ein neues Sammelobjekt. Sehr wie schön. Immer halten. Vor allem bringt uns das Erfahrung, wenn wir die Briefe und so sammeln, ne? Wirklich. Nice. Da müssen wir das auf jeden Fall mehrfach machen. Können wir noch irgendwo anders hin? Nein, aber da ist ein Safe. It's locked, alright. It's locked, alright. Ja, ja, it's gut. Locked, alright. Vielleicht ist hier wo der Schlüssel. Glaube ich nicht. Also, wenn man den immer mitnimmt, also bitte. Oh, noch ein Rattenburger. Falls ihr dieses Bild nicht mehr auf den Kopf bekommt, sucht nach einer geeigneten Stelle, also nicht bei uns, sondern eine psychologische Betreuung, die euch hilft, dieses Bild zu vergessen. Und wenn ihr sie gefunden habt, sagt uns bitte Bescheid. Mr. Bates. Evening. Hammer. Since I took an oath. Medizin. Infecting. So. Goodbye, Mr. Bates. Hau rein. Guck mal nochmal auf der Karte. Der müsste hier irgendwo rumtouren. Der Typ. Ja, der ist das war ja hier irgendwo in der Kirche, ne? Nee, Quatsch, guck mal. Ich guck nur grad, wegen den Leuten. Die Leute. Benjamin, Neurologie, die können wir nicht. Das. Ich guck trotzdem. Good evening. Ne. Gleich, ja. A gun, Alcop. Ach, der Albert Palmer, der will ja unbedingt bei den Wet Boot Boys mitmachen, ne? Hab wenn da drauf steht. Ja, habe ich so noch im Kopf. Das ist zu. Da ist eine Mülltonne, die darauf wartet, von uns durchwühlt zu werden. Weil wir haben natürlich als praktizierender Arzt mit gutem Gehalt nichts Besseres zu tun, als im Müll rumzuwühlen. Logisch. Das ist auch. Bleibt man reich. Das ist ja auch überhaupt nicht fragwürdig, ne? Da lässt man sich gern von so einem Arzt behandeln, wenn man den vorher noch gesehen hat, wie er draußen die Mülltonne durchwühlt hat, ne? Bestimmt wäscht. Also, ich habe Dr. Reed auch noch nie gesehen, dass der sich die Hände wäscht, ne? Also, wozu auch? Ja, wozu auch, ne? Reine Zeitverschwendung. Hände waschen. Das ist was für Leute, die du behandelst, ne? Bakterien, die. Bakterien gucken deine Hände an und dann sterben die direkt ab, verstehst du? So, irgendwo hier unten stirbt er. Ja, hier links, glaube ich, war das. Ja, das ist Joe und das da hinten ist Barrett. Guten Tag, der Herr. You never lose your focus, do you? Naja, fast. I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look.
Yeah, this is mine. So, you face those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I don't want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Okay. Guck mal behandeln bei ihm rein. Der ist gesund. Ja, der ist gesund, aber du sollst... den würde ich nie ausschalten, weil wir behandeln mit dem. Ah, okay, wir haben neues... Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Okay. Guck mal behandeln noch mal rein. Vielleicht hat er noch ein paar Griffe für uns. Show me what. Ah, guck mal, ich sehe schon auf Anhieb wieder Griffe. Jetzt ist natürlich gut, dass wir uns gemerkt haben, welche Griffe wir brauchen. Ne, das kannst du so nicht gucken. Könnten verkaufen. Ja, aber jetzt haben wir ehrlich für 25. Da behalten wir lieber die Waffe und... Ne, die würde ich verkaufen, die benutzen wir eh nicht. Okay. Und Fallgasse. Halten. Geh mal durch mit hier... Hiervon brauchen wir noch einen. Ah, okay. Dann kaufe er diesen. Guten Absurdes. Guck mal hier. Jetzt werden wir alles noch brauchen können. Ach, die können wir auch noch verhökern. Okay. Ah, ne, den Ramsch. Ich glaube, dafür gibt es zu wenig. Ich glaube, das ist besser, wenn wir das in Teile zerlegen. Das haben wir ja schon festgestellt damals bei Witcher, ne? Also wenn ich überlege, was wir alles verhökert haben, was wir theoretisch hätten gebrauchen können an Materialien. Vorbei, Alter. Ich kaufe davon direkt 2, ne? Ja, mach ruhig. Haben wir noch 67? Weiß ich nicht. Kommen. Naja, einen können wir nur. Okay. Und dann. Ja, von den anderen Sachen haben wir eigentlich genug. Kann nie genug haben. Ja, aber wir können dich quasi erstmal damit zuschmeißen. Da würde ich das Geld lieber sparen und für den Fall nachher nochmal Griffe kaufen. Wenn wir welche wirklich brauchen. Weißt du? Weil, wie gesagt, an den Dingern hapert es ja uns bei uns nicht, glaube ich. Na gut. Weil von den Dingern haben wir gar nichts. Okay. 100 EP. Ah, Untersuchung erfolgreich. Okay. I should never have taken up my father's business. Können wir ihn trotzdem noch ins Bild setzen? Probier auch. You again. What do you want this time? Ne. Offensichtlich nicht. Ah, okay. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Wir haben noch einen Hinweis bei ihm. How is the sanitary? Goodbye, Mr. Peterson. Okay. Dann sage ich mir auch an dieser Sonderzimmerstelle See you guys und sehen das nächste Mal, wie es weitergeht mit
Vampire. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.